küsse ich lieber eine Mülltonne. Ich habe ganz schwitzige Hände. Eine Frau, die aussieht wie Angela Merkel. Ein Auto als sogenannte Staatskarosse und Security, die unserem kleinen Angie-Doppelgängerinnen-Schwindel eine gewisse Ernsthaftigkeit verleihen. Es ist Wahlkampf in Deutschland und wir sind unterwegs, um die Menschen zum Wählen zu animieren. Doch wie reagieren die Leute, wenn mitten im Wohngebiet plötzlich Angela Merkel vor ihnen steht? Was sagen sie, wenn die Kanzlerin mitten im Wahlkampf auftaucht und wissen will, wie ihre Untertanen so wohnen? Das ist Date Your Kanzlerin, Angie kommt zu Besuch. Damit es unsere Erstwähler nicht zu schwer haben, haben wir einen kleinen Fehler eingebaut. Angie. Hallo, ich bin Angela Merkel, Ihre Bundeskanzlerin. Zwar hat die echte Angela auch polnische Vorfahren, spricht aber nicht mit so starkem Akzent wie unser Double. Ob es ihr trotzdem gelingen wird, die jungen Wähler reinzulegen? Wenn die Leute so überrascht werden, da glaube ich schon, dass das passiert. Gemeinsam mit unserem TAF-Reporter beginnt das Experiment. Auf in das erste Wohngebiet. Hat diese junge Dame Lust, Angela Merkel zu treffen? Wie findest du denn die Frau Merkel? Scheiße. Warum? Ich finde die ganze Politik scheiße. Willst du mal Hallo sagen zu der Merkel? Nö, danke. Wieso denn nicht? Da küsse ich lieber eine Mülltonne. Freundlicher ist der Empfang bei Frank aus Köln, der seinen Augen nicht traut. Krass. Ich bin Angela Merkel. Ja, weiß ich so. Und wie ist das nun, die Kanzlerin vor der Haustür zu treffen? Verwunderlich, ne? Also. Ja, ich wollte schon wissen, wie Bürger und Bürgerinnen so wohnen. Denn genau darum geht es bei Date Your Kanzlerin. Angie kommt zu Besuch. Können wir mal schauen, wie du lebst? Schlecht. Doch. Jetzt gerade. In seine Wohnung lässt er uns nicht, aber unsere Angie ergreift die Initiative. Was machst du beruflich? Ich bin Industriemechaniker. Und hast du abgeschlossene Ausbildung? Ja, klar. Müsste der gute Frank jetzt nicht am Akzent merken, dass er hier mit dem Double redet? Die merken mit Akzent schon, aber manche sagen, Ostakzent hat sie auch noch. Ist es so einfach? Glaubt man, die in der ehemaligen DDR groß gewordene Merkel spricht wirklich so? Noch hat Frank nichts gemerkt. Weißt du denn, von welcher Partei Frau Merkel ist? Ja, natürlich. Wissen ja viele nicht. Wie wir gemerkt haben, als wir uns umgehört haben. Von welcher Partei ist die? SPD. Genau. Stimmt das? Ja. Ja. Was sagst du? SPD. Und wie war es, die Merkel zu treffen? Natürlich ist es nett, sie mal zu treffen und was anzusprechen, aber es beeinflusst ja keine Wählerstimme. Was sagst du, wenn ich sage, du bist auf den Double reingefallen? Ja. Bleibt die Frage, schafft es Angela Merkel noch in eine Wohnung zu kommen? Unser Reporter klingelt und die Tür öffnet sich. Hallo. Marc, du bist Vanessa. Die? Vanessa ist 23 und Zahnarzthelferin aus Köln. Sie ist so nett, uns in die Wohnung zu lassen. Interessierst du dich für Politik? Nicht so wirklich. Warum nicht? Habe ich nicht so viel mit am Hut. Was interessiert dich mehr als Politik? Eigentlich alles andere. Und das wollen wir heute ändern. Was würdest du sagen, wenn ich mit Angela Merkel auf Wahlkampftour bin und Frau Merkel sehen möchte, wie die deutschen Bürger so wohnen? Gute Sache. Ob sie auch Lust hat, Frau Merkel in ihre Wohnung zu lassen? Warum nicht? Vanessa sorgt für Getränke, Naschereien und wirft sich in Schale. Angela Merkel kann kommen. Ich habe ganz schwitzige Hände. Es heißt Date Your Kanzlerin für Vanessa. Das ist Vanessa, Frau Dr. Merkel. Hallo. Hallo, ich bin Dr. Angela Merkel. Frau Merkel in der Wohnung. Wer hat das schon? Und dann ist die auch noch neugierig. Kannst du mir deine Wohnung zeigen? Ja. Hier kochen Sie? Ja. Und was kochen Sie? Am liebsten China-Pfanne. Oh. Wie der Besuch einer lieben Tante. Noch hat Vanessa nichts gemerkt. Und was soll ich denn ändern? Dass die Steuern mehr runtergehen. Das ist unserer Frau Merkel zu politisch. Sie hat plötzlich mehr Augen für einen jungen Mann, den sie auf einem Foto entdeckt. Das ist mein Freund und das bin ich. Wirklich süß. Und auch im Flur kann sie nicht von Vanessas Freund lassen. Die Kiste so süß. Ja. Weiter geht's ins Schlafzimmer. Und wenn man die Kanzlerin schon mal im Schlafzimmer hat, gibt es da vielleicht auch einen Styling-Vorschlag aus Vanessas Kleiderschrank? Vielleicht mal in einer schönen Jeans und ein ganz einfaches T-Shirt mit einem Blazer drüber. Jeans trage ich nur auf Rockkonzerten. Jeans auf Rockkonzerten? Vanessa sagt noch immer nichts. Unser Double setzt noch einen drauf. Sollen wir unsere Handynummer austauschen oder möchtest du nicht? Jetzt scheint Vanessa es kapiert zu haben. Vanessa, wenn ich dir jetzt sage, das ist gar nicht die echte Frau Merkel, was sagst du dann? Habe ich mir schon fast gedacht. Wann hast du es denn gemerkt? Nach 5 bis 10 Minuten und in etwa, ja. Mal schauen, wie lange Vanessas Nachbarn brauchen, die gerade im Garten Geburtstag feiern. Sie haben Geburtstag?
Ja. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Fehlt nur noch das Ständchen. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Karl. Happy Birthday to you. Ich kann nicht, ich sterbe gerade. Aber natürlich klären wir auch hier auf, dass es sich um ein Double der Kanzlerin handelt. Nee, weiß ich. Weiß ich, wir wären blöd oder was? Nein, ja, bitteschön. Und wie kam der Besuch der falschen Merkel an? Absolut genial. Wir gehen auf jeden Fall diesmal wählen. Das war super. Das müsst ihr öfters machen. Die echte Merkel gibt's beim TV-Duell mit Stefan Raab, Sonntag 20:15 Uhr.